Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns den Lesemonat August gemeinsam an, in dem ich 14 Bücher gelesen habe, beziehungsweise auch natürlich gehört habe. Ich werde euch alle Bücher und die Zeitstempel und Informationen zu den Büchern unten in die Infobox reinsetzen, auch vermerken, was ein Rezensionsexemplar ist. Und natürlich auch einen Link, wenn euch das Buch interessiert, wo ihr einfach draufklicken könnt. Sollte ich es irgendwie vergessen mit den Rezensionsexemplaren hier im Wording, dann findet ihr es auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Ja, es war tatsächlich ein ganz guter Monat. Im Durchschnitt habe ich 3,64 Sterne vergeben. Ich hatte zwei Highlights, ich hatte aber auch einen Flop und ich hatte auch ein Abbruchbuch, was mir tatsächlich sehr, sehr, sehr leid getan hat, weil ich eigentlich vermutet habe, es könnte ein Highlight werden und wurde dann aber ja, tatsächlich zum Flop. So ist das leider manchmal. Insgesamt habe ich 4714 Seiten gelesen, 2481 Minuten Hörbuch gehört, was knapp, ich glaube, irgendwas über 47 Stunden ist, wenn ich das jetzt richtig angenommen habe, ich glaube schon. Ich blende euch auch mal meine Rido-Statistik so ein bisschen ein, wo ihr seht, welche Bücher gelesen und gehört wurden. Hier fehlt ein Buch, denn Rido wertet abgebrochene Bücher nicht als gelesene Bücher, obwohl sie ja trotzdem eigentlich in dem Monat angefallen sind. Es zählt wahrscheinlich, glaube ich, die Seiten zählen noch mit, aber eben nicht in der Anzahl. Ich habe 7 echte Bücher gelesen, 3 E-Books gelesen und 5 Hörbücher. Und ich würde sagen, das ist ja Challenge total erfüllt. Ich möchte immer so 50-50, zumindest ja, was es die Neuzugänge angeht. Aber hier habe ich dann zumindest das erfüllt. Im Durchschnitt habe ich 152 Seiten am Tag gelesen. Und das ist auch so tatsächlich mein Gefühl. Es gibt natürlich so den einen oder anderen Tag, wo man ein bisschen weniger hat. Dafür hat man dann vielleicht irgendwie einen Tag, wo einfach ein bisschen mehr geht. Gerade wenn man einfach ein bisschen mehr Hörzeit vielleicht auch hat. Aber so, das ist so mein Gefühl, wo ich denke, ja, so 150 Seiten, das ist so tatsächlich realistisch. Und ich insgesamt, da waren es 2 Highlights, ein Abbruchbuch und ich habe tatsächlich in diesem Monat nur 3 Genres bedient, was ein bisschen untypisch ist. Ich habe Fantasy gelesen, Romane gelesen und dieses Sachbuch, Reisebücher waren hier auch mit vertreten. Also so viel mehr war es in diesem Monat gar nicht. Sonst sieht das tatsächlich ein bisschen bunter aus von der Genrevergabe, aber diesmal ja, tatsächlich nur diese 3 Genres. Ja, 14 Bücher gelesen, 21 sind eingezogen, meine Neuzugänge habt ihr schon gesehen. Ja, diese Challenge habe ich für mich selbst nicht ganz geschafft, ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Und ich glaube, das war es tatsächlich so ein bisschen zur Statistik. Ich habe nach dem 4. oder 5. Buch, glaube 5 Bücher, hatte ich schon mal einen kleinen Clip gemacht, einfach weil es sich so ein bisschen ergeben hat. Und den blende ich euch jetzt auf jeden Fall ein. Alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, schauen wir mal, was die Steffi zu den ersten 5 Büchern sagt. Ich möchte euch die ersten 5 Bücher des Monats vorstellen. Ja, wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte angekommen, sondern am Wochenende vor dem 15. Und ja, die ersten 5 Bücher sind gelesen. Am 6. und 7. bin ich sozusagen dran und ich dachte, ja, ich möchte die wegpacken und dementsprechend möchte ich jetzt einfach schon mal darüber sprechen. Das erste Buch des Monats ist auch direkt ein Hörbuch und zwar Der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen von John Ironmonger. Ich habe die beiden anderen Bücher von ihm bereits gelesen. Da ging es ja um den letzten Wal und irgendwas mit einem Dugong. Das mit dem Wal war ja wirklich fast ein Highlight für mich. Das mit dem Dugong war ja nur so eher okay. Dementsprechend war ich natürlich sehr gespannt, ja, wie jetzt das dritte Buch so ein bisschen ausfallen wird. Es wird gesprochen von Johann von Bülow und ich mag den als Sprecher sehr gerne. Ich hatte schon das ein oder andere Hörbuch von ihm auch gehört und kann da überhaupt nicht meckern, sondern er hat mich da definitiv gut durch das Buch begleitet. Ja, wir sind hier in einem fiktiven Dorf und zwar in St. Piran im Cornwall. Da sind wir unterwegs und wir kennen dieses Dorf auch schon aus Der Wal und das Ende der Welt. Also es gibt da so ein bisschen einen verknüpften Punkt, wo man sagt, okay, es kommen einem hier Orte doch ein bisschen bekannt vor. Wir treffen auf den Studenten Tom und auf den Politiker Monty. Und die beiden unterhalten sich und stammen auch beide aus diesem Ort und treffen sich tatsächlich auch noch an ihrem Geburtstag.
Ich glaube, so war das, dass das direkt auch noch so eine Zufallsgeschichte war. Sie sind aber, glaube ich, unterschiedlich alt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Beim Zusammentreffen, ja, gibt es nach den ersten Gesprächen, gibt es direkt einen Streit, der dann auch zu einer Wette führt. Und diese soll dann eben Jahre später eingelöst werden. Und zwar wettet jeder mit seinem Leben. Es geht, wie sehr häufig bei Jim Ironmonger, um die Umwelt, um den Klimawandel und ja, was hier auf der Erde noch ein bisschen passieren wird. Es geht explizit hier um ein Haus auf den Klippen. Und ja, unser Tom, unser Student, sagt, dass dieses Haus irgendwann vom Meer verschlungen sein wird, wenn wir eben nichts gegen den Klimawandel machen. Und der Politiker, der schon in Monty drinsteckt, der sagt, das ist totaler Quatsch und man kann das bestimmt noch aufhalten. Und so wetten eben beide. Und diese Wette wird dann auch noch von einem guten Freund von Tom gefilmt und auch online gestellt, wie es ja heutzutage ist. Und dementsprechend haben beide eben auch irgendwie ein Gesicht zu verlieren. Die Karrieren der beiden verfolgen wir dann auch schon und wir merken, okay, diese Wette kann eben ganz viel ruinieren. Nicht nur irgendwie das Leben, die Laufbahn, sondern auch noch ganz viel mehr. Und Tom wird dann eben auch noch Gletscherforscher, während es Monty tatsächlich auch zum Premierminister schafft. Wir haben hier Zeitsprünge, immer irgendwie 10 Jahre, 25 Jahre, 50 Jahre, glaube ich, sind nur die großen Sprünge. Und wir, ja, gehen sozusagen das Leben der beiden ein wenig mit. Ich fand das eine sehr spannende Geschichte zum Klimawandel, die zum Glück diesmal ohne diesen erhobenen Zeigefinger ausgekommen ist, was ich ja in dem Buch rund um den Dugong ein bisschen schwierig fand. Aber ich glaube, John Ironmonger hat schon einen sehr ausschweifenden Erzählstil, beziehungsweise auch abschweifend. Also irgendwie verliert man sich irgendwo und fragt sich, wie ist man hier hingekommen? Und das ist manchmal so ein bisschen anstrengend. Ich fand es schon sehr schön, zurückzukehren zu diesem Ort, den ich ja auch bei der Wahl und das Ende der Welt so ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Und man erkennt eben einiges wieder und ja, fühlt sich da irgendwie doch so ein bisschen angekommen und zu Hause. Aber es ist natürlich alles nur fiktiv. Es könnte aber, glaube ich, auch einfach jedes Dorf in Cornwall sein. Der Klimawandel ist bei John Ironmonger ein wichtiges Thema und es sollte eigentlich bei uns allen ein wichtiges Thema sein. Was ich hier wirklich gut fand, ist, dass er es nicht auf den Einzelnen geschoben hat, das Problem, auch nicht die Lösung, dass er nicht sagt, wenn du jetzt hier keine Strohhalme mehr benutzt, wird alles gut, was ja sowieso totaler Quatsch ist. Aber ja, das war ja das, was ich im Dugong so ein bisschen kritisiert hatte, dass ich mich da so schuldig gefühlt habe, obwohl ich als Einzelner alleiniger ja gar nicht für dieses ganz große Unglück der Welt sozusagen verantwortlich bin. Und man merkt schon, wie wichtig eben dieses Thema ist und dass er da wirklich sehr viel Hintergrundwissen auch hat, was er dann auch erzählt. Und man möchte da definitiv auch schon dranbleiben. Also man merkt schon, dass man da was mitnimmt, dass das auch was Wichtiges ist. Und da erzeugt dann natürlich auch sich ein gewisser Spannungsbogen. Der Schreibstil ist sehr abschweifend, sehr ausschweifend und man muss sich schon manchmal konzentrieren und denken, wie kam ich jetzt um 5 Ecken, genau dahin und was will er eigentlich hier an dieser Ecke? Und ich glaube, manchmal wusste er das tatsächlich dann am Ende selbst nicht mehr so richtig. Aber man hört ihm schon gerne zu, aber das Abschweifende ist manchmal gerade im Hörbuch schon nochmal so eine Gefahr extra, weil man ja manchmal vielleicht selbst abschweift. Und wenn dann auch noch der Erzähler abschweift, dann ja, fragt man sich, und nu. Aber gut, das ist manchmal tatsächlich so. Ich fand es sehr eindringlich beschrieben. Also das, finde ich, kann John Ironmonger sehr gut. Wir müssen einfach handeln und es gibt nicht so viele Varianten, wie sich das jetzt hier noch aufhalten lässt und eben nicht nur der Einzelne, sondern das Kollektiv, die Politik und auch die Wissenschaft und die Wirtschaft. Und ich glaube, dass das wirklich hier sehr eindrücklich erzählt wird. Also wer so ein bisschen ein Umwelt-Thriller ist es, glaube ich, nicht. Also für einen Thriller ist es zu langsam, aber so ein Umweltthema ganz gerne mal lesen möchte. Ich glaube, der macht mit John Ironmonger nichts verkehrt. Ich fand tatsächlich die Charaktere sehr authentisch. Es gab keinen perfekten, es gab nicht dieses klassische Schwarz-Weiß, Gut und Böse, sondern alle hatten so ihre Kanten und ihre Ecken und jeder hat auch so seine eigene Geschichte und seine eigene Motivation, was ich richtig gut fand, was auch nachvollziehbar war. Und ja, man mag am Ende eigentlich keinen so richtig gerne. Also man merkt, dass die nicht alle unbedingt Sympathieträger sind, was so auch aus ihren Rollen herauskommt. Aber ich fand das tatsächlich gut gemacht und auch gar nicht weiter schlimm. Die Zeitsprünge fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, auch ein bisschen weniger nachvollziehbar, warum gerade diese Sprünge gewählt wurden. Vielleicht lag es auch so ein bisschen am Hörbuch,
dass man nicht einfach zurückblättern konnte, oh, wo bin ich jetzt? Da musste man schon ein bisschen aufmerksam sein und dranbleiben. Aber es war tatsächlich ganz gut gemacht, dass wir diese beiden Charaktere eben ein Stückchen ihres Weges, ihres Lebens im Grunde auch begleiten. Ich fand die Idee tatsächlich auch sehr gut, dass wir ja in die Zukunft schauen. Denn wir gehen ja von jetzt ab oder so ziemlich von jetzt ab eben bis zu 50 Jahren in die Zukunft und erleben natürlich die Idee, wie John Ironmonger sich unsere Welt dann auch in knapp 50 Jahren vorstellt. Und das fand ich natürlich tatsächlich ganz interessant. Also es hat da natürlich auch diesen Science-Fiction-Anteil, den ich wirklich gut eingebracht fand und auch gar nicht so utopisch fand. Wir haben auch ein bisschen Humor. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil bei Dugong-Geschichte gab es gefühlt überhaupt keinen Humor. Ich fand auch, dass es der Geschichte und dieser Handlung ganz gut getan hat. Aber er war manchmal auch ein bisschen drüber. Also manchmal dachte ich, naja, jetzt ziehst du hier deine eigene Geschichte ins Lächerliche. Das muss natürlich eigentlich nicht sein. Aber ja, also ich glaube, wenn man sich um das Thema Klima irgendwie beschäftigen möchte, ist man bei John Ironmonger wirklich gut. Es kam für mich nicht an den Wal und das Ende der Welt ran. Es ist auf jeden Fall besser als das Buch rund um den Dugong. Also ja, ich würde irgendwo sagen, was zwischen eben, ja, würde ihm wahrscheinlich in Sternen die 4 Sterne geben. Aber ja, der Wal und das Ende der Welt war definitiv schon das beste Buch. Ich glaube, weil es auch so nah an unserer Zeit dann war, weil es ja auch vor dem großen C erschienen ist und ja im Grunde da etwas Ähnliches behandelt wurde. Und dementsprechend kann man eigentlich nur hoffen, dass unsere 50 Jahre doch dann nochmal anders aussehen, als er es hier beschreibt. Dann ein Buch, ja, das ich tatsächlich abgebrochen habe, und zwar Vampyria, der Hof der Finsternis von Victor Dixon, habe ich nach knapp ein bisschen was über 160 Seiten, 163 Seiten von, ich glaube, ein bisschen was über 500, wenn ich mich nicht täusche, da kommt eine Leseprobe, ja, knapp 500 Seiten abgebrochen. Ja, ich war super neugierig auf diese Geschichte, die auch unter anderem am Sonnenhof spielt, also in Versailles, wenn der Sonnenkönig Ludwig XIV. Herrscht. Es ist der Auftakt einer Trilogie und es war eben endlich einfach mal wieder Vampire. Der Buchschnitt ist ja irgendwie okay. Also ich finde jetzt nichts Überragendes, aber ganz schön. Also na, könnte man sich so auch ins Regal stellen. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen schöner aus als da, aber das ist, glaube ich, jetzt für keinen irgendwie ein Kaufgrund. Ja, wir sind zu Beginn der Geschichte bei der Familie von Jean und beim Abendessen klopft es an die Tür und wir erfahren relativ schnell, dass es dass Vampire das Sagen haben, dass sie im Adel unterwegs sind, dass selbst König Ludwig XIV. Ein Blutsauger ist und dass ihre Familie hier irgendetwas zu verbergen hat und so geschieht dann auch, dass bei diesem Abendessen ihrer Familie etwas Schlimmes passiert und sie nur noch zusammen mit ihrem Bruder eigentlich flüchten kann und dann eben auch ja in die Wälder geht, dort dann aber auch verschleppt wird und gegen ihren Willen nach Versailles in das Schloss gebracht wird und sie soll hier dann eben auch gefährliche Prüfungen absolvieren und gegebenenfalls dann auch zum Vampir verwandelt werden und da bin ich dann irgendwo ausgestiegen. Ich wurde mit Jeanne oder wie auch immer wir sie aussprechen wollen, leider überhaupt nicht warm. Sie konnte mich überhaupt nicht mitnehmen, sie konnte mich überhaupt nicht begeistern, sie konnte mich nicht fesseln. Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, wie unlogisch ist das hier alles. Und es war überhaupt nicht spannend. Also mir hat es leider überhaupt nicht gefallen. Von der Unlogik angefangen, wo ich ganz oft dachte, hä, warum und wie kam es dazu? Zum anderen auch ja, ihre Art des Erzählens, also wir sind hier schon sehr ich-perspektivisch unterwegs und wenn gefühlt jeder vierte Satz mit ich anfängt, fand ich tatsächlich sehr anstrengend zu lesen. Ich finde, das kann man definitiv besser. Also es gibt genügend Dystopien, Geschichten, die irgendwie mit ich beginnen, in der ich-Perspektive erzählt werden, ohne mit ich zu beginnen, so rum muss man es sagen. Und ich fand Jean einfach, ich fand sie sehr kompliziert, ich fand sie sehr egoistisch und ich wurde nicht mit ihr warm. Ich fand sie auch zeitweise richtig dumm und frech und ich habe das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ich habe nichts dagegen, wenn wir Protagonistinnen haben, die irgendwie badass sind. Ne? Aber man muss mir ein bisschen erklären, warum oder wie das kam oder, warte mal, ich mache dir hier Platz, oder was es damit auf sich hat. Aber einfach so aus dem Nichts eine total unsympathische Charakterin, Protagonistin zu haben, oh mein Gott, fand ich nicht gut. Ich fand es zudem auch nicht wirklich spannend, also ich habe relativ lang so gefühlt wie diese 160 Seiten gebraucht. Es gibt irgendwie so eine vermeintliche Gefahr, von der ich aber nicht so richtig was gespürt habe, beziehungsweise die dann irgendwie vielleicht doch nicht so gefährlich war. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen zwei Dritteln waren und es ist ja auch eine Trilogie,
vielleicht wird es besser, spannender. Ich bin auf jeden Fall auf ein paar Stimmen gespannt, die dieses Buch dann vielleicht jetzt auch irgendwie gelesen haben im August oder im September. Und ja, für mich leider nichts. Das Büchlein wird leider ausziehen. Da freut sich dann hoffentlich jemand anders drüber. Aber für mich war es tatsächlich leider nichts. Dann habe ich ein E-Book gelesen, und zwar auch ein Büchlein, was schon ein bisschen auf dem Sub gelegen hat. Leider fast zu lang, weil es ist auch ein Rezensionsexemplar. Und zwar von Christine Figener, Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Und ich sage es gerne bei jedem Video, wo es irgendwie um Tiere geht. Ich bin ein großer Tierfreund, besonders was die Unterwasserwelt angeht. Begeistert mich immer sehr. Und wir haben hier Christine Figener, die studierte Biologin ist und die seit 2017 auf Costa Rica lebt, wo sie mit Meeresschildkröten erforscht und auch für ihren Schutz kämpft. Sie ist dort auch die Gründerin des Naturschutzorganisation COASTS und ist hier auch die Beratungsfirma Namaka und ja, ist hier da auch wirklich sehr aktiv unterwegs. Sie lebt mit ihrem Mann und einem Hund an der Karibikküste, was ich richtig schön fände. Also ich bin ja auch so ein großer Karibik-Freund und könnte mir so ein Häuschen in der Karibik durchaus auch vorstellen. Und besonders bekannt oder vielen auch bekannt wird sie sein durch das ganz bekannte Video von ihr, wie sie einer Meeresschildkröte diesen Plastikstrohhalm aus der Nase zieht, was mittlerweile, ich habe nachgeguckt, über 110 Millionen Klicks hat. Wahnsinn. Also ja, das muss man echt sagen, beeindruckend, wie viele Menschen das gesehen haben und sich hoffentlich gedacht haben, nie wieder einen Strohhalm. Ja, wir erfahren in diesem Buch jetzt viel Persönliches über Christine, über ihren Lebensweg, über ihre Motivation eben auch, sich für die Meere einzusetzen, für die Schildkröten, was es auch mit diesen Rettungsaktionen auf sich hat. Es gibt ganz unterschiedliche Herausforderungen für den Schutz dieser wunderschönen Tiere und wenn ihr mit denen schon mal geschwommen oder geschnorchelt oder getaucht seid, diese Anmut, das ist wirklich beeindruckend und auch diese Neugier. Also Schildkröten gehen einen in der Regel nicht aus dem Weg. Also man schnorchelt da ganz friedlich, will eigentlich nichts Böses, dann kommt irgendwo eine Schildkröte und wenn du nicht aus dem Weg gehst, rempelt die dich auch an, das ist ihr vollkommen egal. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, wo ich denke, hallo, ich will dich gar nicht anfassen, aber wir müssen uns hier, aber eigentlich hat sie ja recht, ich muss verschwinden, denn es ist ja nicht mein Lebensraum. Ne? Aber ja, da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. Auch sind wir dabei, als sie ganz dramatische Rettungsaktionen beschreibt, egal ob das jetzt wirklich durch eine Beschlagnahmung ist, ob sie Eier am Strand rettet, davon wird sie uns, ja, erzählt sie uns wirklich sehr explizit und sehr ausführlich und es gibt auch einige Szenen, wo ich wirklich sehr schwer geschluckt habe, wo ich auch wirklich weinen musste und einfach diese Menschheit mal wieder verachtend betrachtet habe und denke, wie kann man eigentlich nur so ein Mensch sein. Ist man dann überhaupt ein Mensch? Ich finde eher, dass das eher Monster sind. Aber ja, wir erleben eben auch mit ihr so diese Lebensreise von den Schildkröten, vom Schlüpfen bis zur Eiablage und wie es dann weitergeht und wie sich eben der Kreis des Lebens dann so ein bisschen schließt. Ich fand es ein wahnsinnig tolles Buch mit ganz, ganz wichtigen Themen vom Leben eben der Schildkröte, die das nicht zu theoretisch macht, die wirklich tolle Geschichten auch einfach erzählt, die uns dieses Leben im Wasser näher bringt. Es sind viele, viele Hintergrundinfos und ich mochte auch das Persönliche so ein bisschen dahinter. Es war wirklich eine ganz tolle Mischung. Es ist schon ein schweres Thema. Ich finde, Tierschutz ist immer schwer. Das möchte auch nicht jeder lesen. Jeder möchte sich das auch nicht unbedingt annehmen und schon gar nicht sich eigentlich auch irgendwie dafür verantwortlich fühlen. Aber es ist hier schon sehr locker geschrieben und auch man merkt einfach den Optimismus von Christine Figener dahinter, der mir manchmal ja so ein bisschen fehlt. Und ich denke, naja, ich glaube nicht, dass die Welt noch zu retten ist. Vielleicht ist das auch gut so, also wenn die Menschheit irgendwann sich einfach selbst vernichtet hat. Aber sie ist da definitiv Optimist und ich mag diese Seite an Menschen sehr gerne, wenn die eben nicht wie ich manchmal so einen traurigen Tag über diese Welt haben, sondern die einfach weitermachen und sagen, ich kann gar nicht anders und ich muss auch einfach. Also es wird auf jeden Fall besser. Es gibt fachlich sehr viele Informationen, die ich aber auch überhaupt nicht überladen fand, sondern auch nicht langweilig, sondern ich fand es toll erzählt. Ich habe wirklich viel auch zu den unterschiedlichsten Schildkröten etwas gelernt. Es gibt viele Bilder mit Erklärungen, auch zu den einzelnen Schildkrötenarten. Das fand ich super spannend und eben auch so die Unterschiede zwischen den Schildkröten so ein bisschen zu sehen. Ich habe großen, großen, großen Respekt für ihre Arbeit und wie sie auch mit den Rückschlägen umgeht,
wo ich wahrscheinlich schon verzweifelt in der Ecke sitzen würde und heulen würde, sitzt sie wahrscheinlich auch in der Ecke und heult, aber irgendwann ist sie eben aus dieser Ecke auch wieder rausgekommen. Für mich ist der Mensch immer das schlimmste Raubtier auf dieser Welt und das spürt man in dieser Geschichte wieder. Und wozu einfach diese Menschen fähig sind, einfach nur wegen ein bisschen Profit und im Grunde sich an diesen harmlosen, friedlebenden Tieren vergreifen. Ich finde das einfach nur schlimm. Und was uns da eben erzählt wird, das ist schon manchmal sehr explizit, nie brutal, nie grausam. Also sie weiß auch schon, glaube ich, den Grad, wann es manchen Menschen zu viel wäre. Aber ja, mich erwischt das mit relativ wenigen Worten, dass ich wirklich weine und sage, oh mein Gott, was tun wir hier diesen Kreaturen einfach an? Und ja, die treffen mich einfach sehr ins Herz. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte und warum es wahrscheinlich kein so ganzes Highlight wurde, ist, dass mir ein bisschen Struktur gefehlt hätte. Also ich finde, es ist so ein Mix aus Erfahrungen und Fakten und es wirkte alles so recht willkürlich und irgendwo war da kein so auch kein zeitlicher Rahmen irgendwie oder Faden gesetzt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Das wäre ein bisschen für meinen inneren Monk wahrscheinlich besser gewesen, um so ein bisschen das einschätzen zu können. Aber es war wirklich ein tolles Buch, ein sehr eindringliches Buch. Und ich finde auch durchaus für Anfänger geeignet, die eben sagen, ich möchte mich einfach mal mit Schildkröten beschäftigen. Wie ist denn ihr Lebensweg? Wie ist das Leben? Und die sich da einfach mal mitnehmen lassen und begleiten lassen und eben auch einfach erfahren, ja, warum sie eigentlich so gefährdet sind und was dazu geführt hat und was man aber jetzt schon dafür tun kann, damit das eben ja, sich hoffentlich ganz, ganz bald verändert. Wir bleiben bei Tieren und ich habe immer so 2, 3 Geschichten am Tag aus 17 vergessene Pfoten und eine Handvoll Glück gelesen. Und zwar ist das herausgegeben von Kim Hitzemann und Viola Faber mit Illustrationen von Melanie Melchior. Und das war für mich auch so ein bisschen der Grund, ja, dieses Buch mir zuzulegen. Zum einen hatte ich schon was von Kim Hitzemann gelesen und auch ich glaube 2 Bücher mittlerweile von Melanie Melchior, Kinderbücher, die illustriert wurden, ja, im Grunde auch angesehen. Und der Erlös des Buches geht an die vergessenen Pfoten in Stuttgart. Und das hat mich natürlich besonders gefreut. Wir haben hier ganz viele Autorinnen. Wir haben Petra Beer, Ella Belkart, Iris Genissen, Nathalie Groß, Sabrina Krängel, Julia Osper, Jana Weitkämpfer und so weiter sind alle hinten aufgelistet. Und wir haben eben 18 Geschichten. Es sind Kurzgeschichten für Kinder, die wunderschön illustriert sind und die mich wirklich sehr begeistert haben. Also für mich wirklich ein Highlight. Zum einen, weil es wunderschöne Illustrationen sind und weil es ganz unterschiedlichste Geschichten sind. Das muss ich tatsächlich sagen. Es sind wunderbarste Kurzgeschichten über allerhand Tiere, also nicht nur Katz, Hund, Pferd, Maus, sondern wirklich alles irgendwie dabei, auch was in der Natur unterwegs ist. Und ich finde einfach, dass das perfekt ist für jedes Kind zum Vorlesen, vielleicht auch schon zum Selberlesen, zumindest was so die Schrift anbelangt, ist das auf jeden Fall machbar. Und ich habe das wirklich sehr genossen. Wir haben hier hinten auch noch ein Tierrätsel und auch die Autorinnen, die sich dann noch mit einem Foto vorstellen. Und oh, ich finde das so schön. Also hier sieht man, hier geht es auch mal in die Natur. Und ich möchte gar nichts einzeln zu den Geschichten sagen, sondern wenn ihr Kinder habt, die sich für Tiere begeistern können, ist das definitiv ein absolutes Empfehlungsbuch von mir. Man tut nicht nur Gutes, sondern die Kinder entdecken eben auch 17 plus eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sie jeden Tag für sich entdecken können, vielleicht dann auch nach den Tieren in der Natur Ausschau halten können. Es sind wunderbare Geschichten, die einfach so lebensbejahend sind und tierlieb sind und tierfreundlich sind und ja, ich hatte hier definitiv großen Spaß und freue mich wirklich, dieses Buch in meinem Regal zu haben. Auch vor dem Hintergrund, dass ich ja doch immer mal noch Besuch habe von Freunden, die eben auch kleinere Kinder haben und dann kann man hier wunderbar mal eine Geschichte rauspicken und kann dann auch einfach mal sagen, Mensch, ja, von welchem Tierchen möchtest du etwas hören? Oder ja, und ich finde es auch toll, dass sich die Autorinnen gefunden haben und hier eben ihren Erlös auch weitergegeben haben. Natürlich könnt ihr da auch gerne mal bei den Vergessenen Pfoten in Stuttgart schauen und da gegebenenfalls auch spenden. Ich glaube, da freuen die sich immer darüber. Dann ging es für mich ja, Richtung Korea und zwar in das Kaufhaus der Träume von Lee Mi-ye. Ich hatte das Buch, seitdem es Mitte letzten Jahres erschienen ist, auf der Wunschliste und dann habe ich es irgendwann mal bei Rebuy günstig bekommen und jetzt war mir einfach mal wieder ein bisschen nach etwas Asiatischen. Es ist der Debütroman der Autorin, was auch gleichzeitig zum Bestseller wurde und 1 Million Mal verkauft wurde. Es war das meistverkaufte Buch 2020.
weiß gar nicht, glaube ich, stand es hinten drauf oder irgendwie, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und ich war natürlich super neugierig, denn es geht um Träume. Wir treffen auf Penny, die in einem ganz besonderen Dorf wohnt, denn dort werden die Träume hergestellt, betreut und dann eben auch an alle Schlafenden verkauft. Denn wir können, wenn wir im Grunde das Träumen beginnen, tauchen wir dort auf, wir erinnern uns nicht mehr und können uns dann eben einen Schlaftraum, einen Traum im Grunde aussuchen und den im Grunde wie einen Film ablaufen lassen. Es gibt dort ganz unterschiedlichste Läden. Also wir haben nicht nur die Traumkaufhäuser sozusagen, sondern eben auch alles Mögliche, was mit Essen zu tun hat, Getränken und allen anderen, was eben auch die Leute, die dort arbeiten, irgendwie benötigen. Und ja, Penny möchte nun in ein Kaufhaus der Träume arbeiten. Und als sie dort angenommen wird, angestellt wird vom Chef Dalagut, lernt sie die verschiedensten Abteilungen kennen. Je Stockwerk gibt es ganz unterschiedliche Art der Träume. Zum Beispiel finden wir, ich glaube, relativ weit oben auch etwas für den Mittagsschlaf. Und wir werden hier eben durchgeführt und lernen eben auch verschiedenste Mitarbeiter kennen, Kollegen kennen und erfahren eben auch, wie wir denn am Ende für diese Träume auch bezahlen, dass das eben über die Emotionen funktioniert. Und wir lernen hier so die Stadt der Träume kennen, wenn man so möchte, und eben auch die Menschen kennen und aber auch die Träumenden. Denn auch von denen erfahren wir etwas, sowohl im Traumzustand als dann auch, wie sie wach werden und was manchmal Träume mit diesen Menschen machen. Wir erfahren zum Beispiel, dass Paul McCartney irgendeinen Liedeinfall hatte, als er geträumt hat. Und auch da wird natürlich darüber gesprochen, welcher Traum hier das zu einem Auslöser gebracht hat. Und das fand ich dann tatsächlich auch eine ganz lustige Anekdote innerhalb dieser Geschichte. Ich fand das eine sehr coole Idee. Ich mochte das mit den Träumen, die ich persönlich sehr spannend finde. Ich bin ein Vielträumer. Also so im Vergleich, wenn man mit Freunden, Bekannten spricht, habe ich schon das Gefühl, dass ich mich durchaus zwischen ein und drei Träume in der Nacht erinnern kann. Ich auch lange ein Traumtagebuch geführt habe. Ich auch viel Notizen mir mache, wenn ich dann mal nachts aufwache, damit man zumindest irgendwie wieder in Gedanken fassen kann, was habe ich denn geträumt. Und so finde ich das super spannend und hat auch diese Idee dahinter einfach sehr interessant gefunden und fand auch tatsächlich, von Korea, bin mir gar nicht sicher, ob ich schon was gelesen habe, und war da eben auch einfach neugierig. Ich fand das Buch sprachlich ganz okay, es war mir ein bisschen zu emotionslos, es war mir zu schlicht, es war mir ein bisschen zu neutral und ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Emotionen gewünscht, ein bisschen mehr Gefühl und ein bisschen mehr Miteinander. Und das ist, glaube ich, auch so mein großer Kritikpunkt an diesem Buch, sonst wäre es wahrscheinlich tatsächlich ein Highlight geworden. Mir fehlten so ein bisschen die Bilder im Kopf, ich hätte es mir ein bisschen plastischer, ausführlicher, bildhafter vorgestellt, gerade bei den Träumen. Da war es auf jeden Fall ein bisschen besser, als wenn wir eben in der Stadt sozusagen des Traumkaufhauses unterwegs sind. Denn ich fand die Passagen der Träume schon richtig gut. Also das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Freude gemacht, da mit den Träumenden auch mitzugehen, auch wie sie ihren Traum in den Alltagen mitnehmen. Und ich mochte diesen Wechsel der Perspektiven ganz gerne, auch wenn er sprachlich schon sehr nah beieinander war. Aber ich fand alles ein bisschen schlicht. Also ich hätte es mir einfach ein bisschen ausschmückender gewünscht. Wir haben Penny als Protagonistin und mit der hatte ich so ein paar kleine Probleme, aber nichts, was nicht ein Traum hätte irgendwie besser gemacht. Denn man hat schon manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht so richtig zuhört, dass sie gar nicht so richtig am Ball bleibt, dass sie auch immer auf den Stand als Anfängerin bleibt. Wirkt manchmal ein bisschen dümmlich, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Aber ja, das ist halt so ihre Art, einfach sie zu sein. Ich mochte, dass die Kollegen gut ausgearbeitet waren, dass auch die Träumenden im Grunde wirklich gut funktioniert haben, dass man die Beweggründe verstanden hat, warum sie sich manche Träume wünschen, was diese Träume mit ihnen machen, was diese Träume eben auch in ihrem wahren Leben dann machen. Und das mochte ich tatsächlich auch richtig gerne. Also ich fand das wirklich ein richtig gutes Buch. Penny hätte eine Spur anders sein können für meine Begrifflichkeit und ein bisschen mehr Gefühl und Emotion. Und das Buch wäre, glaube ich, ein Highlight geworden. Ja, ich habe mir auch ein paar Markierungen gemacht. Zum Beispiel fand ich ganz schön, während des Schlafs hängt man weder an der Vergangenheit, noch sorgt man sich um die Zukunft. Ich denke, das ist die beste Zeit. Fand ich sehr schön. Dann gibt es ja diese drei Jünger, die uns erzählt werden, der Zukunft, der Gegenwart und der Vergangenheit. Und der zweite Jünger, der im Grunde die Vergangenheit wählen wollte, sagte, er war der Meinung, dass es die Erinnerungen waren, die alle glücklich machen. Man würde keine Leere oder Einsamkeit fühlen, wenn man nur all seine Erinnerungen hätte. Das fand ich richtig schön, also wie hier die Zeiten im Grunde verteilt wurden.
Dann, ein erholsamer Schlaf lässt die Sorgen von gestern wie Schnee im Sonnenschein dahinschmelzen und die Kraft für heute kommt wieder. Genau das ist es. Ja, das fand ich auch richtig, richtig schön. Und dann habe ich hier noch eine Markierung. Ja, da ging es um das Leben und um ein Reiseziel, dass alle irgendwie neugierig sind, wo es denn irgendwie hingeht. Und dann heißt es so schön, ein Mensch ist aber kein Auto mit Autopilot, in dem nur das Ziel einprogrammiert ist. Man muss doch selbst den Motor starten, aufs Gas drücken und auch mal auf die Bremse. So lernt man, wie man lebt und nur so macht es Spaß. Und das fand ich tatsächlich richtig schön, dass unser Leben eben nicht einfach vor uns hinläuft, sondern wir eben ja der Pilot sind, der Fahrer sind und eben nicht einfach auf Autopilot schalten und irgendwie läuft unser Leben schon. Ja, fand ich sehr schön. Ein wunderbares Buch, das nicht zu dem Highlight wurde, was ich erhofft oder vermutet hatte, aber ganz nah sozusagen dran vorbeigeschlittert ist. Definitiv eine Empfehlung. Ich finde, glaube aber schon, dass man dieses Asiatische mögen muss, dass es eben ein bisschen schlichter ist, dass es ein bisschen kühler ist, dass es nicht ganz so warmherzig ist. Und das ist ja doch häufig tatsächlich auch in der japanischen Literatur so, ohne jetzt Japan und Korea in einen Topf werfen zu wollen. Aber ich fand es hier noch eine Spur, ja, emotionsloser einfach. Ein bisschen distanzierter, ein bisschen schlichter. Da hätte ich mir definitiv ein paar mehr Emotionen gewünscht. Aber sonst hat mir das Buch definitiv richtig gut gefallen. Und so bin ich doch ganz gut in den Monat gestartet. Gut, ein Abbruchbuch. Aber mal sehen, was der Rest noch so bringt. Weiter geht es dann mit Buch Nummer 6, Vom Glück allein zu sein von Marie-Louise Ritter. Ein Buch, das ich zusammen mit einer Freundin gelesen habe. Und Marie-Louise Ritter hat mir vom Namen schon ein bisschen was gesagt. Sie ist Journalistin und auch Autorin, lebt in Berlin und ist wohl auch sehr bekannt auf Instagram. Ich habe mir im Zuge des Buchlesens sozusagen auch ihren Instagram-Account mal angeguckt. Und es gibt wohl schon 2 oder 3 Bücher, die eher ja so ein bisschen in die Romanrichtung gehen, während sie hier eben doch ein bisschen eher autobiografisch berichtet, ja, wie es eben ist, wenn man allein unterwegs ist. Wir werden auf Reisen mitgenommen und erleben mit der Autorin wirklich viele Begebenheiten im Ausland, ihre Erlebnisse mit anderen Menschen, anderen Kulturen und ja, wie sie überhaupt auch so von Ort zu Ort kommt. Auch stellt sie sich häufig so ein bisschen die Frage, wie reagieren die Menschen auf ihre Solo-Trips, wie nimmt sie selbst das Reisen wahr, wenn sie eben allein unterwegs ist und was vielleicht auch mal der Unterschied ist zum Reisen mit Freunden oder dem Partner oder der Familie oder ja, wenn man dann eben auch vor Ort sich irgendwie bindet und sagt, man hat hier eine Reisefreundin gefunden und geht einen gewissen Teil der Reise vielleicht dann tatsächlich auch zusammen. Ich muss sagen, ich fand das Buch alles in allem okay. Es waren schon spannende Impulse dabei, es war ein lockerer Stil und es waren auch angenehme Reiseerzählungen. Ich fand aber Marie-Louise Ritter oftmals sehr naiv und natürlich ist das, ja, kann man das nicht bewerten, weil Menschen sind eben so und ich kann ja nicht ihr Leben bewerten und das möchte ich auch überhaupt nicht, aber ich fand es manchmal einfach schon so ein bisschen kritisch, wo ich dachte, ach, vielleicht möchte man mal manchmal so einen Moment mehr über Dinge nachdenken, aber vielleicht liegt das auch an mir. Und es gab tatsächlich leider doch die ein oder andere Wiederholung und viel zu wenig Alltagsimpulse. Das ist so ein bisschen, was ich ja aus diesem Buch so in Erinnerung habe. Der Schreibstil, er ist locker, er ist leicht, wir haben persönliche Erlebnisse, wir haben viele Begegnungen mit anderen Menschen. Ich finde auch, dass es wirklich gute Impulse gab bezüglich des Alleinreisens und eben auch diese Entwicklung, die man so durchgeht, dass man offener wird, dass auch Menschen offener auf einen zugehen, weil man eben nicht Teil einer Gruppe ist. Das ist auch was, was ich definitiv so erzählen kann von den Reisen, wo ich allein unterwegs bin. Dabei egal, ob man jetzt eine Städtereise macht oder tatsächlich irgendwie eine Woche allein in Ägypten unterwegs ist oder 11 Tage auf den Malediven. Es macht was mit dem Umfeld und es macht auch was mit einem. Und das hat für mich Marie-Louise Ritter auf jeden Fall sehr gut rübergebracht. Was ich sehr schade fand, ist, dass es wahnsinnig viele Wiederholungen gibt. Also auch in ihren Reiseberichtungen, ihre Erlebnisse, nicht nur, dass sie oft so in die gleichen Regionen reist, was ich gar nicht schlimm finde. Auch mein Herz hängt an Ägypten und ich fliege da dieses Jahr zum 10. Mal hin. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber es passiert halt nichts wirklich Spannendes. Also irgendwann hat man halt vor Ort alles gesehen und irgendwie erlebt und trifft vielleicht nochmal auf eine andere Art Menschenschlag. Aber sie wiederholt das halt tatsächlich. Auch ihre Gefühle wiederholen sich immer wieder. Und alles im allem dachte ich, naja, das habe ich jetzt schon bei 3 Reisen von dir gelesen, dass dich das stört oder du das gut findest. Und gerade was einen stört, kann man doch irgendwann mal
insofern man es in der Hand hat, auch irgendwie ja, zur Seite räumen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend und ja, auch ein bisschen schade. Zudem war es eigentlich nur Reisebericht. Man hat von ihr kaum Dinge erlebt, die sie im Alltag macht. Ja, sie geht mal auf ein Konzert und noch irgendwas hat sie mal alleine gemacht. Und dachte ich, naja, ich hätte mir jetzt schon ein paar mehr Impulse gewünscht, wie man Leuten an die Hand gibt, macht mal was alleine. Also sei es das Kino gehen, sei es der Stadtbummel, sei es Essen gehen, was ja für viele wirklich auch so die Hauptaufgabe ist, wenn man irgendwie alleine ist. Und wir sind da auch sehr gut in den Austausch gegangen, meine Freundin und ich, weil wir auch gesagt haben, ja, gegen eine Städtetour, am Ende merkt ja niemand, dass man der Touri ist, wenn man durch die Stadt läuft, weil auch ich ja durch meine eigene Stadt laufe und da ja auch nicht wahrgenommen werden, bin ich jetzt von hier oder von woanders, also na, wenn einem nicht gerade jemand kennt. Ich fand es sehr schade, dass so wenig Alltag war, weil auch sich die Frage so gestellt hat, welche Entscheidungen gibt es überhaupt im Leben, damit man das vielleicht alleine macht oder was könnte eine Ursache sein und was für eine Alternative hat man eigentlich? Also wie sie das auch mal ganz gut beschrieben hat mit ihrem Konzert, was da eben dahin geführt hat, dass sie alleine hin musste, wo ich sage, ja, solche Situationen kennen wir doch am Ende alle und die Alternative wäre, dass man auch nicht aufs Konzert geht und das hätte ich mir einfach ein bisschen alltäglicher gewünscht und nicht immer nur mit dem Reisen. Ja, zudem fand ich es ganz gut, dass sie ansatzweise in die tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst gegangen ist und dem Gefühl des Alleinseins, auch mit diesem Gefühl, kann ich mit mir überhaupt allein sein? Das kam aber eher zum Tragen, als sie krank wurde und uns durch ihre Krankheit mitgenommen hat, wo sie einfach sonst viel oberflächlicher mit sich selbst und ihren Gefühlen und Gedanken umgeht. Das fand ich tatsächlich schade. Fand es aber da während der Krankheit tatsächlich gut, weil es da natürlich nochmal einen anderen Impuls gab und ein anderes Gefühl. Ich muss sagen, irgendwann war ich ein bisschen genervt. Ich glaube, es hat nicht mal die Hälfte gebraucht. Da fand ich ihre Selbstdarstellung und ihre naive Art. Es hat mich so ein bisschen wirklich genervt und zum Augenrollen gebracht, weil es immer das Gleiche war, was irgendwie schief lief, wo sie überhaupt nichts draus gelernt hat, wo sie immer wieder in die gleichen Fehler gelaufen ist. Und das fand ich irgendwann einfach nur anstrengend. Und auch diese Selbstdarstellung, wer sie ist und wie sie ist und was sie alles macht, das ist einfach nicht die Art, wie ich Bücher gerne lese. Und was ich ganz gut fand, waren so ein, zwei Lebensweisheiten, zum Beispiel, dass das Leben kein Wartezimmer ist. Das fand ich tatsächlich richtig gut, weil es ist tatsächlich so, wir haben nur dieses eine Leben und das wird uns dann auch noch im nächsten Buch begleiten. Und wir müssen es jetzt leben und nicht erst morgen oder übermorgen. Und dann fand ich sehr schön, Freunde sind Spiegel unserer Vergangenheit, dass uns eben auch geprägt hat, diese Menschen, und dass man eben manche ja auch mit in die Zukunft nimmt und die dann auch die Zukunft gestalten, was dann ja wieder auch die Vergangenheit ist. Das hat mir sehr gefallen. Und dann fand ich noch gut, wir sehen die Welt, wie wir sind, nicht wie sie ist. Und da ist tatsächlich ganz viel Wahres dran. Ich habe da auch wirklich so ein paar Tage immer mal wieder drüber nachgedacht, weil unsere Welt ist natürlich unsere Welt, wie wir sie sehen, wie wir sie fühlen, wie wir sie wahrnehmen. Und es gibt keine Welt, die von allen gleich gesehen wird. Also das, ja. Es war ein okayes Buch, vielleicht für Menschen, die wirklich noch nie irgendwas alleine gemacht haben, die einfach sagen, ich möchte hier vielleicht auch ein bisschen auf Reisen mitgenommen werden, möchte mir da mal so erste Einblicke geben. Aber ich finde, es gibt definitiv auch andere Bücher oder auch Instagram, YouTube-Kanäle, die das besser machen als Marie-Louise Ritter. Vielleicht für den Einstieg okay. Ha, mein so richtiges Buch war es nicht, aber ja, es war okay und es hat uns trotzdem unterhalten, aber ja, wir haben auch wirklich oft mal einfach die Augen gerollt. Ja, das war leider so. Zum nächsten Buch möchte ich gar nicht so viel im Rahmen des Lesemonats erzählen. Das ist 4000 Wochen von Oliver Burgman. Ein Buch, was für mich ein Highlight im August war, was mich wirklich rundum begeistert hat. Und das meinte ich vorhin auch zum Thema, das Leben ist kein Wartezimmer. Und dass mich so dieses Thema Zeit in diesem Monat ein bisschen begleitet hat. Ich habe dazu einen Hörgenuss hochgeladen. Also schaut gerne, ich verlinke ihn euch unten in der Infobox, schaut euch gerne das Video an. Da werde ich ein bisschen ausführlicher auf das Buch eingehen. Oliver Burgman hat hier einen Anti-Zeitmanagement-Ratgeber geschrieben und ich habe diesen gehört und er erzählt uns eben ja von den 4000 Wochen, die uns am Ende bleiben, wenn wir denn so rund 80 Jahre werden. Und ich finde ja immer wieder, 80 Jahre klingt relativ lange. Wenn ich jetzt aber denke, dass dann die Hälfte schon um ist, ist das tatsächlich schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man nur 4000 Wochen hat, dann ist das echt was Greifbares, ne? Und wenn man zum Beispiel auch oft bei Tieren sagt, der Hund hat nur ja, zwischen 10 und 12 Sommer, und das ist natürlich total greifbar. Oh Gott, was sind 12 Sommer? Wie viele tolle Sommer hatte ich schon? Das waren mehr als 12. Und dass man so eine Zeitspanne irgendwie greifbar bekommt. Und
hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, auch viel, dass wir nie genug Zeit haben werden, wenn wir uns nicht irgendwann entscheiden, auch Zeit zu haben, dass dieses ganze Zeit ausfüllen, das Leben ausfüllen mit Dingen, die wir denken, tun zu müssen, und wir werden aber nie fertig. Und es geht ja bei den Büchern los. Ich werde nie alle Bücher gelesen haben, die ich lesen möchte, die ich spannend finde, weil es kommen ja jeden Tag 100 dazu und ich werde diesen Rahmen nie haben. Und selbst wenn ich irgendwann mal wirklich am Tag 3 Bücher lesen würde, könnte, weil ich so viel Zeit hätte, kommen ja trotzdem mehr und dann werde ich auch viel mehr aufmerksam. Und das ist also, ja, man dreht sich hier vermeintlich tatsächlich einfach im Kreis und das ist natürlich tatsächlich gefährlich. Ich verlinke euch den Hörgenuss unten in die Infobox, da habe ich sehr ausführlich über dieses Buch gesprochen, was für mich definitiv ein Regalkandidat ist im Highlight-Regal. Weil ich möchte da unbedingt nochmal drin blättern, Markierungen machen und viele Dinge auf mich wirken lassen. Ich habe einige Notizen im Bullet Journal gemacht, das mache ich häufig bei Hörbüchern so, und dass man das so ein bisschen nachhalten kann. Und ja, dieser Anti-Zeit-Manager-Ratgeber, das finde ich tatsächlich sehr treffend und perfekt ausgedrückt und muss ich ehrlich sagen, hat es für mich sehr getroffen. Und dass wir einfach nur 4000 Wochen haben und daraus ja unser Leben dann auch eigentlich irgendwie formen sollten und uns nicht so ja von allen anderen irgendwie so verplanen sollten. Lässt sich natürlich immer nur bedingt umsetzen, aber ja, große Empfehlung für alle, die das Gefühl haben, die Zeit rinnt ihnen so dahin. Dann habe ich eine Reihe gelesen und direkt beendet, nämlich die Reihe rund um die Stadt ohne Wind. Ich habe den ersten Teil Arkas Reise als Hardcover hier von Eleonore de Villepoix. Ja, ich spreche kein Französisch. Und der zweite Teil ist dann als E-Book bei mir eingezogen und wurde auch gelesen. Packe ich euch jetzt mal kurz hier das Cover hin. Und zwar Das Mädchen des Waldes. Beide Bücher haben von mir ja fast ein Highlight-Sternchen bekommen. Ich würde sagen, es sind sehr, sehr gute 4 Sterne. Das erste Buch lag jetzt schon etwas länger auf meinem Sub und mir war einfach nach Fantasy. Und es ist der Auftakt einer Dilogie, Band 2. Wurde dann als E-Book geholt, weil ich wirklich gegen Ende dachte, Steffi, wenn du jetzt nicht weiterliest, dann wirst du die Reihe irgendwo wieder aus dem Blick verlieren. Und es ist doch der zweite Teil da, du fandest die richtig, richtig gut, greif dazu. Und ich habe mir das E-Book geholt und dementsprechend dann auch einfach die Reihe direkt nahtlos weitergelesen. Ja, wir haben hier französische Fantasy. Ich finde, das trifft man tatsächlich sehr selten. Es ist tatsächlich mal etwas anderes. Und die Autorin selbst kommt aus der Normandie, hat dann aber auch in München, Paris und London studiert und liebt Quidditch. Und das spürt man definitiv hier ein bisschen drin, dass jetzt nichts Harry Potter-mäßiges drin ist, aber diese Idee, dass es eben ein gewisses Spiel gibt oder ja, das spürt man hier so ein bisschen, dass sie da sehr kreativ war. Wir treffen im ersten Teil die junge Arka, sie ist 13 Jahre jung und will in der Stadt Hyperbora. Ah, meine Güte, ihren Vater finden, der einst Magier war. Doch die Suche gestaltet sich überhaupt nicht so einfach, da ihr die Sitten und Gebräuche ihres neuen Zuhauses fremd sind und sie auch noch keine Freunde hat oder irgendwem kennt und da auch allein unterwegs ist. Doch sie hat dann ein Auswahlverfahren. Da wird es 3 Aufgaben geben, die sie bestehen muss. Dort trifft sie auf einen jungen Magier, dem sie sozusagen als Schülerin dann auch zugeteilt wird. Und im Gegensatz zu ihr ist er ein absoluter Bücherwurm, eine totale Leseratte, was sie ja anfangs ein bisschen merkwürdig findet und auch so ein bisschen merkwürdig beäugt und sie auch nicht so richtig begeistern kann. Doch bald wird er ihr Mentor und sie weiß dann auch tatsächlich so seine Art des Wissens und Weitergeben zu schätzen und sie merkt eben auch, dass sie ihn braucht, um in dieser neuen Stadt irgendwie zurechtzukommen. Zudem will er eben auch Morde aufklären, die unter dem Ministerrat passiert sind, unter anderem auch der des Todes an seinem eigenen Mentor. Und scheinbar gehen sie jetzt so ein bisschen auf Reisen in dieser Stadt, um verschiedene Intrigen aufzudecken. Und was das alles auch mit dem Vater von Arka zu tun haben, erfahren wir dann natürlich auch in dieser Dilogie. Und für mich war es wirklich eine tolle Jugendbuch-Fantasy mit einer starken, mutigen Protagonistin, die einfach mal so ein bisschen aus der Reihe fällt, die mir auch sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist in diesen 2 Bänden und die mir einfach große Freude gemacht hat. Ich muss sagen, ich fand den Start des ersten
ersten Band ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so nach 50, 60 Seiten war man relativ gut drin. Man hat sich dann an diesen besonderen Stil gewöhnt und es fühlt sich dann tatsächlich nach etwas intensiverer Fantasy an, weil man in diese Welt wirklich stark eintaucht und auch wirklich irgendwie so zu Hause ankommt und das zieht sich wirklich dann auch durch beide Bände. Auch beim zweiten Band fand ich den Start wieder ein bisschen langsamer. Hätte mir die Dynamik so vom letzten Drittel des ersten Bandes gewünscht, aber wahrscheinlich ist das einfach der Stil der Autorin. Es gibt auch so ein paar kleine Wiederholungen, die mir natürlich aufgefallen sind, weil ich es direkt hintereinander gelesen habe. Finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil gerade wenn dann ein halbes Jahr, Jahr zwischen den Bänden liegt, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man da so eine kleine Wiederholung bekommt. Ich mochte sehr die Welt, die aufgebaut wurde und auch das Magiesystem. Wurde toll erklärt, wurde wirklich tiefgründig dargestellt und besonders auch die verschiedenen Ebenen der Stadt unter der Kuppel, deswegen auch die Stadt ohne Wind, das fand ich super interessant, konnte es mir wirklich bildhaft vorstellen und es waren wirklich viele Infos, die wir bekommen haben, auch warum es da kein Wetter gibt und was es dann eben auch mit dem Wind auf sich hat und wie diese Stadt unter der Kuppel funktioniert, dass eben auch ganz oben die Magier wohnen und Minister und umso weiter man nach unten kommt, umso billiger im Grunde wird es und oben kann man eben nur wohnen, wenn man wirklich viel Geld hat und reich ist und etwas zu sagen hat und wie das eben so aufgebaut ist, das fand ich richtig, richtig toll. Was ich mega fand, war die Transportmöglichkeit in dieser Stadt. Das war super toll, sich ausgedacht und erklärt und rübergebracht und bildhaft dargestellt. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Das war wirklich innovativ, war eine tolle Idee. Und das hat mir überhaupt an dieser Dilogie gefallen, dass da wirklich auch mal ein bisschen was Neueres, Innovatives drin war. Und deswegen denke ich so, ja, vielleicht ist das so ein bisschen auch der französische Einfluss, der hier ganz gut tat. Spannung kommt immer mal wieder auf. Sie ist nicht durchgängig so zack, 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 sondern wir haben auch sehr ruhige, langsame Phasen mit drin. Ich hätte mir immer bei den Anfängen gewünscht, dass wir ein bisschen schneller ins Geschehen reinkommen. Aber ich wollte immer dranbleiben. Ich habe wirklich auch diesen ersten Band relativ schnell verschlungen. Auch der zweite Band vielleicht so 4 Tage irgendwie gebraucht, um durchzulesen. Und ich war auch immer wieder überrascht, was sich die Autorin hat einfallen lassen, wie sie uns mit Überraschungen, Wendungen, Twists irgendwie, ja, was sie da vorbeikommt. Und das fand ich richtig toll. Also hier wirklich mal was Innovatives, auch mal ein bisschen was anderes. Auch jetzt, wo man sagt, ja, vielleicht könnte man sich irgendwo inspiriert haben lassen, aber einfach die Autorin ihr eigenes Ding draus gemacht hat. Ich mochte definitiv sehr Aka. Ich finde, wir haben ganz sympathische Charaktere, die gut ausgearbeitet sind, deren ihren Handlungen meistens nachvollziehbar gestaltet sind. Mir gefallen auch so die Entwicklungen der beiden, also sowohl von ihr als auch von ihrem Mentor. Ich mochte das Teamgefühl, diese Gruppendynamik, die es gab, richtig gern. Es war richtig toll zu lesen und Aka ist einfach ein starke und mutige Mädchen. Sie ist nicht irgendwie aufmüpfig oder frech oder sie ist auch nicht besserwisserisch, was man ja sehr oft leider bei weiblichen Protagonisten hat. Sie behält auch tatsächlich einen sehr klaren Kopf für ihr junges Alter. Sie wirkt vielleicht ein bisschen erwachsener, als man es so mit 13 sich vorstellen kann, aber ich fand es richtig toll, weil sie uns auch an ihren Gedanken und Überlegungen teilhaben lässt und das hat die Autorin richtig gut gelöst. Im zweiten Teil spielt dann auch noch so ein bisschen eine Gruppe von besonderen Wesen eine etwas größere Rolle, was mir tatsächlich auch richtig gut gefallen hat. Also überhaupt, das ist wirklich eine Empfehlung für diese Dilogie. Mir haben beide Teile großen Spaß gemacht. Liegt hier der Fokus vielleicht noch so ein bisschen auf dem Ankommen. Sind wir im zweiten Teil definitiv eher so ein bisschen auf der Suche, auf dem Finden, auf dem Weiterkommen. Und das, finde ich, kommt hier auf jeden Fall sehr gut durch. Jugendfantasy, wie ich sie sehr gerne lese, wie sie mich wirklich auch begeistert und ich wirklich froh bin, dass ich beide Bände hintereinander weggelesen habe. Ich glaube, sonst ja, wäre das wieder eine Reihe gewesen, die einfach liegt und nach einem Jahr denkt man sich, ach, jetzt weiß ich nicht mehr. Also ich kann dem Tipp nur weitergeben, lest einfach mal rein, die fertig sind, einfach weiter. Und ja, auch wenn ich tatsächlich auch so ein paar Momente drüber nachgedacht habe, ob nicht alle anderen Bücher auf dem Sub jetzt irgendwie Vorrang hätten, egal, es ist der zweite Band eingezogen und ich habe ihn dann auch direkt gelesen und es hat sich definitiv mehr als gelohnt.
Die nächsten zwei Bücher sind dann aus dem Eden Books Verlag. Und zwar angefangen habe ich mit Hausboot Lotte, Kater, Emma und ich von Nicole Eisenschink. Das ist der fünfte Teil der Sehnsuchtsorte-Reihe sozusagen aus dem Eden Book Verlag. Ich habe schon einiges davon gelesen. Nicht alles waren Highlights. Gab auch, glaube ich, auch ein oder zwei Abbruchbücher und okaye Bücher. Aber ich glaube, auch ein Highlight steht hier irgendwo. Es wird wohl keine weiteren Bände geben. So wie ich das auf der Seite des Verlags gesehen habe, hat sich diesen Sommer der Verlag aufgelöst. Verschiedene Gruppierungen gehen irgendwie in andere Verlage über. Aber ja, finde ich schade. Ich habe noch ein paar auf der Wunschliste. Ich habe auch noch eins auf dem Sub, was ich direkt im Nachgang gelesen habe. Und ja, finde ich schade, weil mir die Reihe doch durch den, dass es sehr spezielle Personen einfach waren, die Spezielles erlebt haben, immer ganz interessant fand. Ja, wir treffen hier auf die Autorin, auf Nicola Eisenschink, die ja, sich überraschend ihr Mann von ihr trennt. Eines Abends erzählt er ihr, er möchte jetzt die Scheidung. Und dann ist sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Sie liebt das Wasser und auch die Natur und es ergibt sich dann, dass sie ein Hausboot findet, auf welches sie eben auch fest einziehen kann und dann auch möchte. Sie findet zudem in Hamburg im Bezirk Vierlande auch einen Steg, an dem sie dauerwohnen kann und ihr Hausboot verankern kann und somit dann auch dort wohnen kann. Sie beginnt auch als Trauerrednerin zu arbeiten und steigt in diesen Beruf als Quereinsteigerin ein und findet darin auch wirklich Erfüllung und sie findet dann eben auch noch zum Beispiel Kater Emma und auch noch andere Weggefährten sozusagen und eben auch neue Freunde und erzählt uns das so ein bisschen in diesem Buch. Ich fand das eine tolle Lebensgeschichte, die wirklich einen tollen, lockeren Stil hat, die ich wirklich so in einem Happen habe ich das Buch weggelesen und auch sehr genossen haben. Ich fand es sehr authentisch und ich mochte es auch, weil auch Nicola Eisenschick sehr sympathisch ist. Ja, der Schreibstil ist wirklich locker, leicht, Gedanken werden mit eingeflossen, denen man gut folgen kann. Auch dem Tun kann man wirklich gut folgen. Es ist nichts Überraschendes, Merkwürdiges oder ja, zum Teil wirklich vielleicht sogar zu gut durchdacht von ihr. Also sie hat wirklich eigentlich nichts an Dingen offen gelassen, wo sie sich nicht ganz sicher war. Das fand ich tatsächlich ganz gut und nachvollziehbar. Es ist in der Geschichte nicht alles heiter und auch nicht leicht, sondern es gibt wirklich große Herausforderungen, die gar nicht so einfach zu meistern sind. Fängt an vom Winter ohne Wasser oder Wärme, dass sie sich dann eben auch irgendwie eine WG sucht im Winter, aber auch das nicht die Lösung ist und dass auch meine Katze ins Wasser fällt, was für mich eine totale Horrorvorstellung wäre. Aber ja, es gibt eben so Dinge, die nicht so einfach sind, die dann eben auch einfach ein bisschen Zeit bedürfen. Was ich toll fand, ist, dass sie sich, egal in welcher Situation, eigentlich immer ihren Humor beibehält, der mich dann eben im Rückblick, den sie uns ja hier gewährt, dann auch gut unterhalten hat. Ich habe das Buch in einem Rutsch weggelesen, habe das sehr, sehr genossen. Und ich habe mich ihr sehr nahe gefühlt, weil auch ich ja so ein Meeres- und Wasserliebhaber bin und ich das absolut nachvollziehen kann, welche Gefühle sie da hatte, dass sie da eben diese Sommerabende verbringen wollte, was der Sommer, der Frühling für sie bedeutet, das am Meer sein, dieses morgens aufwachen und schon Blick aufs Wasser zu haben, das fand ich richtig toll. Und ich muss sagen, über ein Hausboot habe ich eigentlich noch nie nachgedacht, aber es wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Hamburg, aber ja, warum nicht eigentlich wirklich so ein kleines Bötchen irgendwie mit zwei Schlafzimmern und einer Kombüse und ja, kann man mal drüber nachdenken. Hat mir wirklich gut gefallen. Also es ist nicht ganz so ein Highlight, weil ich einfach glaube, dass es mich nachdrücklich nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, beeinflusst hat, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Es hat mich gut unterhalten und wäre definitiv einer der Bände, die ich absolut auch weiterempfehlen würde. Ja, beim zweiten Buch driften wir dann schon wieder in so eine Richtung ab, wo ich dachte, ach ja, die Bände gibt es ja auch immer. Und ja, es ist die Insel der wilden Träume von Susanne Braun. Ich wollte auch einfach jetzt das nächste Buch in dieser Reihe weglesen und dachte, ja, ist das letzte auf dem Sub. Ich glaube, ich habe jetzt noch 3 oder 4 auf der Wunschliste. Mal schauen, wann die bei mir einziehen. Das ist der elfte Band aus der Sehnsuchtsorte-Reihe. Und ich glaube auch, dass die unterschiedlichen Qualitäten irgendwie der Bücher vielleicht dazu geführt haben, dass es die Reihe nicht ganz einfach irgendwie hat. Weil wirklich von Highlight über sehr gut bis oh, ich breche es ab und auch hier eher so Mittelfeld ist halt alles dabei, eben auch qualitativ, was so ein bisschen der Schreibstil angeht. Und ich weiß nicht, ob ein einheitliches Lektorat, Korrektorat da irgendwie geholfen hätte, damit man so ein Qualitätslevel irgendwie hält, aber
Das ist nur eine Vermutung von mir. Ja, hier haben wir Susanne Braun, die 2005 bereits nach Island ausgewandert ist. Also die Geschichte ist auch schon fast 20 Jahre her, als sie dort eben ein Angebot bekam, mit Pferden zu arbeiten. Sie hat dafür schon immer eine große Leidenschaft. Sie hat auch selbst Islandpferde und sie hatte Island vorher auch schon einige Male besucht, hat sich dort immer sehr wohl gefühlt, sich in Land und Leute verliebt und kann dann eben auch als Chiropraktikerin für Pferde, kommt sie da unter in einer Pferdeklinik, in einer Arztpraxis. Ja, wir sind da im Grunde dabei von der ersten Anreise über die ersten Probleme, was auch alles so angeht an Behördengänge, dass sie da überhaupt bleiben darf, an Visum und so weiter, wie die Menschen sie so aufnehmen und dann natürlich auch ihre Pferdeliebe, die sie uns hier in jedem Detail sozusagen erzählt. Und ich muss sagen, es ist zwar eine kurzweilige Unterhaltung gewesen, ich fand auch die Einblicke zu Island ganz gelungen, aber es war an vielen Stellen doch sehr oberflächlich, außer die Liebe zu Pferden. Das war mir manchmal einfach zu viel. Also gerade wenn man selbst nicht ganz in diesem Pferdethema drin ist, hätte ich mir mehr Island gewünscht, mehr Land und Leute als diese Pferdeliebe, weil... Ach ja, das hat mich gefühlt tatsächlich erschlagen. Ja, die Geschichte wurde von Alexander Schwarz geschrieben, der aus verschiedensten Erzählungen von Susanne Braun dieses Buch schrieb. Er hatte Notizen, er hatte Sprachnachrichten, Aufnahmen und er hatte eben auch persönliche Gespräche mit ihr. Und ich finde, da merkt man der Geschichte so ein bisschen an. Was hier so ein bisschen fehlt, ist auch der rote Faden. Es gibt so einige Wiederholungen und lose Erinnerungen, die so eingeflochten werden. Und man kann vieles manchmal nicht so nachvollziehen, weil es von der einen Seite zur anderen direkt schon eine andere Gegebenheit war. Und das fand ich ein bisschen schwierig in der Geschichte. Mir war es persönlich, trotz des schon leichteren Stils, mir waren es einfach zu viel Pferde. Also ich bin ein großer Tierfan, ich mag bestimmt auch Pferde, aber mich haben diese ganzen Informationen zu Rasse und Genesungsberichten und was es alles irgendwie gibt, mich hat das bedingt vielleicht am Anfang noch interessiert. Irgendwann dachte ich, ja, bei der 30. Erfolgsgeschichte, ja, ich habe schon verstanden, dass das jetzt hier eine tolle Methode ist, um Pferde im Grunde wieder auf Trab zu bringen. Und es kam für mich dann einfach Island, Land und Leute viel zu kurz. Und so wurde der Sehnsuchtsort Island leider gar nicht genug beleuchtet und betrachtet. Und für mich kam nur sehr wenig Island-Feeling auf. Das hätte ich mir einfach viel mehr gewünscht. Und das ist tatsächlich schade. Also ein bisschen weniger Pferd, ein bisschen mehr Island hätte dem Buch definitiv gut getan und hätte mir definitiv auch besser gefallen. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass man als Autorin oder... ja, vielleicht auch einfach seine Pferdeliebe hier Ausdruck geben wollte, aber ich wollte einfach ein bisschen mehr zu Island und ja, weniger zu den Islandpferden. Ja, so ist das. Das nächste Hörbuch ist dann ein kleines Stück von Afrika von Christina Ray, der zweite Teil mit dem Untertitel Hoffnung. Und hier haben wir im Grunde meinen Flop, nicht mein Abbruchbuch, sondern meinen Flop, weil der erste Teil war für mich ja ein Highlight, was ich im Januar gehört habe. Ich habe mich so auf den zweiten Teil gefreut und dann kam irgendwie dieses Buch dabei raus. Ja, die Reihe trägt den Untertitel Das endlose Land, was Afrika definitiv zur damaligen Zeit, Anfang 1900, gewesen ist. Gesprochen wird die Geschichte wieder von Irina Scholz, die hat das auch im ersten Teil schon gut gemacht. Sie wirkte für mich manchmal ein bisschen hektisch. Und ja, jetzt stelle ich natürlich Geschwindigkeit auch ein bisschen hoch, aber das funktioniert bei anderen Sprechern ja auch, ohne dass es hektisch wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein Punkt für die Sprecherin nicht so wirklich ein Punkt war, wo man einfach mal kurz innehält. Also so ein bisschen wie ich rede, aber funktioniert natürlich als Hörbuchsprecherin immer nur ein bisschen bedingt. Ja, ich kann zum zweiten Teil jetzt von der Handlung gar nicht so viel sagen. Ich verlinke euch mal die Bücherwoche, war es glaube ich, oder der Büchermonat zu Januar unten in der Infobox. Ursprünglich startete die Geschichte ja 1910 in England, als Ivory zusammen mit ihrem Vater nach Kenia zur Großwildjagd geht. Sie verabscheut das Jagen und ist eigentlich nur in Kenia, um Land, Leute und die Tiere dort kennenzulernen, in der natürlichen Umgebung der Tiere zu sein und verliebt sich dann eben in dieses Land und auch die Tiere. Sie trifft dort dann auf den Großwildjagd, Adrian, der auch die Lodge führt, wo sie zusammen mit ihrem Vater und anderen Leuten untergekommen ist und der eben auch Safari begleitet. Und ja, er verliebt sich in sie, es wird geheiratet, dann bringt aber der Erste Weltkrieg einigen Trubel in die Geschichte und auch in die verschiedensten Beziehungen zwischen Freunden und Angestellten während der Kolonialzeit. Ja, verändert sich da auf jeden Fall auch was in dieser Lodge.
Und auch, ja, Ivory verändert etwas auf dieser Lodge, denn zukünftig soll eben nicht mehr gejagt werden, sondern, ja, die Tiere mit anderer Art betrachtet werden. Und im Band 2 gibt es jetzt eben so einige Änderungen auf dem, was die Verhältnisse auf der Farm angeht, denn wir haben auf einmal den arroganten Neffen, weil man natürlich zur damaligen Zeit einer Frau nicht zutraut, dass sie so etwas leiten kann. Wir treffen auch ja, alte Bekannte wieder, wie zum Beispiel die Maharani Ranjana. Das ist die Frau des jagdwütigen Maharajas aus Indien, die wir auch schon im ersten Teil kennengelernt haben. Und uns wird hier auch so ein bisschen gezeigt, wie ja, damals im Grunde schon Tierfänger für Zoos und Zirkus unterwegs waren, wie brutal das war, wie ungeschönt ja, uns das auch dargestellt wird. Und ich auch einfach der Meinung bin, und ja nicht nur ich, dass Zoos und Zirkusse mit Tieren einfach, dass man das einfach nicht mehr unterstützen sollte. Und dass das überhaupt nichts mit Artenschutz oder irgendwas zu tun hat, sondern es einfach nur zur Belustigung des Menschen ist. Und ja, aber darüber das mal in einem anderen Video, das führt wahrscheinlich hier zu weit. Für mich kam der Teil überhaupt nicht an Band 1 heran. Ganz im Gegenteil. Es gibt viel zu viele Themen, viel zu viele Baustellen, Charaktere. Es gibt viel zu wenig Afrika. Und ich muss auch sagen, dass ich die neuen Erzählstimmen, diese neuen Perspektiven, dass mir die einfach nicht gefallen haben. Ich fand die total uninteressant und hätte mir viel mehr Ivory und ihre Familie gewünscht. Und das kam einfach viel, viel, viel zu kurz. Der Stil ist angenehm zu hören. Also nach wie vor mag ich den Stil der Autorin gerne. Ich finde, sie macht das schon ganz gut. Aber sie hat hier ihren Stil insofern verändert, dass sie auf einmal ganz viele unterschiedliche ja, Themen anspricht und die eben auch von anderen Sprechern erzählen lässt, also innerhalb der Geschichte. Wir haben also verschiedene Perspektiven, die sich dann aber auch gar nicht so unterschiedlich anhören oder anfühlen, aber wir haben so viele Baustellen und Charaktersichten, das war mir einfach zu viel und wurde dann eben auch langweilig, weil wegen denen war ich nicht da, um diese Geschichte zu hören, sondern wegen Ivory und wie es da im Grunde weitergeht. Der Wechsel der Erzählstimmen machte auch das Hören irgendwie nicht so richtig flüssig und wirkte auch irgendwie so gestückelt. Man hatte manchmal so das Gefühl, sie hat erst eine Erzählstimme komplett geschrieben, dann die nächste und dann wurde das so zeitlich irgendwie eingefügt. Es hat mir irgendwie nicht gefallen. Zudem waren auch die sprachlichen Stimmen der Charaktere überhaupt nicht unterschiedlich. Also ihr Neffe klang genauso wie Ivory und auch die indische Maharani klang im Grunde nicht anders als Ivory, wo ich denke, das kann einfach nicht sein. Die Menschen haben nicht alle die gleichen Gedanken und Gefühle und drücken sich auch nicht gleich aus und das gefällt mir einfach nicht. Und wenn ich das schon mache und ja scheinbar irgendwie einen Beweggrund dahinter hatte, dann mache ich das eben auch einfach ordentlich. Denn ein Mann spricht und denkt einfach anders und gerade zur damaligen Zeit, als es eben bei der Frau ist. Und das fand ich schade. Zudem gab es viel zu wenig Afrika. Ich habe im ersten Teil Kenia förmlich gerochen und vor mir gesehen und Erinnerungen sind hochgekommen. Das hatte ich hier überhaupt nicht. Das fand ich tatsächlich richtig schade. Es gibt für mich definitiv auch doch recht viele Beschreibungen zu den Traditionen und auch die Abläufe. Aber auch das hat mich irgendwann gelangweilt, weil spätestens wenn beim dritten Mal erzählt wurde, wie so eine Taufe stattfindet, dann denken wir, ja, das haben wir doch jetzt schon mal gehört. Also ja, zudem gibt es auf einmal auch indische Gebräuche, weil wir natürlich der Maharani folgen und was ich einfach gar nicht wissen wollte. Also ich war in Afrika, ich war in Kenia, ich wollte jetzt nicht unbedingt was Indisches hören und habe auch nicht verstanden, warum uns das so erklärt wurde. Klar, dass man mal Unterschiede aufzeigt, aber es hat ja im ersten Teil schon gereicht, die Unterschiede zwischen Großbritannien, ne, und England, also Großbritannien, England und dann eben ja Kenia zu erleben, wie eben auch so dieser Rassenkonflikt war. Warum kam jetzt auch noch Indien? Ich habe es nicht zu verstanden. Und dann war es für mich auch zum Teil sehr erschütternd, erdrückend und auch sehr düster, gerade was so dieses Tierthema zu tun hatte und auch wie Menschen so ticken, was da passiert. Also ich weiß auch nicht, das will ich nicht alles so in einem Buch haben und das konnte mich irgendwie nicht so richtig begeistern. Wir lernen ja auch Ivory eigentlich mit 18 Jahren dann kennen und bekommen irgendwie nicht mehr so viel mit von ihrer Entwicklung und das finde ich mega schade, weil wir sie im ersten Teil wirklich sehr nah begleitet haben und ich einfach nicht verstand, warum man diesen Charakter so hat fallen lassen oder sie so wenig Storytime bekommt, hat mir nicht eingeleuchtet. Die deutliche Darstellung von Tierleid, das ja
ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil wir natürlich auch viel menschliches Leid erleben. Gerade in so einer Kolonialzeit kann man sich vorstellen, dass das nicht alles friedlich war und wenn Kriege ausbrechen und man sich nicht einig ist. Aber so viel Leid, also egal ob menschliches oder tierisches, das war mir zu vordergründig. Und ja, es gehört dazu und natürlich muss es dargestellt werden, aber es wurde manchmal so draufgehalten, wo ich dachte, ich lese doch hier keinen brutalen Thriller und ich weiß auch nicht, ich fand das, ja, auch dieses ganze Diskriminierungsthema ist wichtig, ist ein Thema, gab es auch im ersten Teil, aber da war es irgendwie anders verpackt und nicht immer so voll fokussiert. Und es waren auch einfach am Ende zu viele Themen, die hier aufgemacht wurden, die uns gezeigt wurden, die in unterschiedlichster Art und Weise präsentiert wurden, wo ich dachte, ich habe es irgendwann nicht mehr greifen können und verstanden. Also für mich wirklich ein Flop. Und wenn man sich jetzt fragt, warum bist du denn dran geblieben? Ja, eigentlich, weil der erste Teil so ein Highlight war und ich mir die natürlich hier auch irgendwie erhofft habe und immer irgendwie wieder drauf gewartet habe. Ich glaube, als Buch selbst hätte ich es abgebrochen. Beim Hörbuch bin ich einfach dran geblieben, weil ich immer die Hoffnung hatte, es passiert bestimmt. Also irgendwo muss doch die Autorin vom ersten Teil sein und leider nicht. Also sollte es in der Reihe weitergehen, was das Ende durchaus erwarten lässt, mich hat die Reihe leider im zweiten Teil verloren. Kann ich leider nicht empfehlen und dementsprechend eigentlich rückblickend auch sagen, ja, der erste Band war gut, aber ja, es lohnt sich dann nicht weiter zu lesen. Dementsprechend wird das Buch, also auch der erste Band, nicht als Highlight bei mir einziehen, obwohl ich das tatsächlich schon überlegt habe, aber nein, wenn die weitere Reihe einen nicht überzeugt, macht das keinen Sinn. Dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich lange gewartet habe und was mir dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Die Schwarze Königin von Markus Heitz. Endlich mal wieder düstere Vampire, endlich mal wieder ein Heitz. Schon länger her, dass ich von ihm was gelesen habe. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als das Buch als Rezensionsexemplar bei mir angekommen ist. Ich war ja ein großer, großer Fan der Vidora-Reihe, die vor einigen Jahren herausgekommen ist. Ich mochte damals Die Meisterin auch als Hörspiel von ihm. Und uralt ist schon dieser Pakt der Dunkelheit mit Judas-Sohn und Tochter und keine Ahnung, was ich ja wirklich geliebt habe. Aber das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her. Könnte gerade so hinkommen, oder? Ja, ich weiß gerade nicht. Und ich habe das immer super gerne gelesen. Ich fand Heitz immer sehr düster, ich mochte seine atmosphärischen Erzählungen und war sehr gespannt, was wir hier mit der Schwarzen Königin zu erwarten haben. Ja, wir haben hier eine Geschichte in zwei Zeitsträngen, die sich durch Geschehnisse in der Gegenwart auch verbinden lassen. Zum einen sind wir Beginn des 15. Jahrhunderts bei König Sigismund von Ungarn und auch seiner Frau Barbara und wir treffen auch auf die Geisel von Sigismund Vlad II., der ungarischen Hofe lebt und dort im Verborgenen einen Krieg gegen die Vampire führt, die hier Strigoi genannt werden und die eben auch die Menschen beherrschen und noch mehr beherrschen wollen. Er ist befreundet mit Barbara und hat eine gewisse Faszination auch für Alchemie und Magie und das wird uns im Hintergrund eben auch so ein bisschen dargestellt und was da so im Hintergrund der Geschichte dann rund um Ungarn und König Sigismund läuft, das bekommen wir so ein bisschen erzählt. Vlad der Zweite, den wir hier als Geisel treffen, ist der Vater des bekannten Vlad des Dritten. Ist das richtig? Ich glaube, so rum war es. Der durch Bram Stoker ja relativ bekannt wurde und Dracula wurde. Und wenn man hier diese Geschichte liest, dann denkt man eigentlich, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der Sohn von Vlad II. Dann irgendwie der berühmte Dracula war. Was hier auch definitiv zu einer spannenden Erzählung und einem spannenden Twist führt. In der Gegenwart treffen wir auf Len, der als Vertretung für seine Oma eine Reise in die Tschechische Republik macht und dort auch unterwegs ist mit einer Freundin und auch einer Freundin seiner Oma. Und das ist eben auch die frühere Heimat seiner Familie. Und er merkt recht schnell, dass die Geschichten seiner Oma vielleicht doch irgendwie stimmen könnten, dass da irgendetwas dran ist. Gerade auch, dass er eben von Vlad II. Abstammt und ein Draculisti wäre. Denn auf einmal ist in Prag alles anders und es tun sich Dinge auf, von denen er nicht erahnt hätte, dass es sie tatsächlich gibt. Das bringt ihn eben in Prag auch in Schwierigkeiten und er wird hier Ziel des Krieges zwischen den verschiedenen Vampirstämmen, eben weil er von Vlad II. Abstammt. Und
diese Geschehnisse verbinden sich jetzt eben mit denen aus der Vergangenheit, während wir aber auch zwei Zeitstränge erzählt bekommen. Und das war endlich wieder ein düsterer Vampirroman. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich mochte den Erzählstrang in der Vergangenheit richtig gerne. Für mich war die Vergangenheit das absolute Highlight. Es war spannend, düster, packend, hat mich wirklich mitgerissen. Die Gegenwart fand ich im Gegenzug ein bisschen anstrengend und für mich auch ein bisschen zu gefühlt mit Zufällen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Das hat dem Highlight-Buch so ein bisschen Punktabzug gegeben, weil ich mit der Gegenwart nicht ganz so viel anfangen konnte. Der Schreibstil von Markus Heitz ist definitiv eine spannende Mischung aus Fantasy, historischen. Es gibt wirklich viel Actionanteile und es ist eine tolle Idee im Zug auf Vampire und auch Dracula, die mich wahnsinnig gut unterhalten hat. Also er hat mich wirklich mitgerissen, reingezogen. Es gab eine Sogwirkung. Ich habe das auch wirklich relativ schnell durchgelesen, weil ich es nicht mehr weglegen konnte. Und ich fand die Geschichte, die sich hier zusammenspinnt, besonders am Anfang, fand ich richtig toll aufgebaut. Und als wir in Prag unterwegs waren und so manche Sehenswürdigkeiten, wo ich auch schon war, wo man sich so angekommen fühlt. Also man ist wirklich mit in Prag und man bekommt viele Infos, viele Zusammenhänge. Es wirkte ein bisschen erklärbärmäßig, aber fand ich gar nicht schlimm. Hätte ich vielleicht schöner gefunden, wenn uns das so ein bisschen eher im Telling erzählt wurde, als in diesen... Also eher, dass uns das gezeigt wurde, als es uns erzählt wurde, so rum. Zu den Charakteren möchte ich sagen, dass ich Barbara und Vlad wirklich super spannend fand. Ich mochte diesen Vergangenheitsteil. Dieses ganze Historische war toll recherchiert. Es war wahnsinnig gut ausgearbeitet, bildhaft, eindringlich. Es war von der Entwicklung spannend. Es war nachvollziehbar und es war wirklich düster und es hat mich wirklich gekriegt. Also da hätte ich viel lieber alles über diese Vergangenheit gelesen, als dass ich dann eben irgendwie so in diese Gegenwart zurückgekommen wäre. Denn zu Len in der Gegenwart hatte ich keinen so richtigen Zugang. Es wirkte da auch sehr viel zufällig. Also natürlich ergibt sich irgendwann eine Erklärung, wie alles so zustande kam, aber dass er eben gerade zufällig in Prag ist und zufällig erfährt jemand, dass er da ist und zufällig, also es waren einfach zu viele Zufälle. Ab der Mitte, muss ich auch sagen, wirkte er so ein bisschen sehr James Bond-mäßig und ja, da passiert einfach so viel Action, wo ich mir denke, naja, ob das wirklich so realistisch sein kann. Aber ja, ich fand seine Begleitung, auch die Nebencharaktere, die Bloggerin zum Beispiel oder auch die Freundin und auch die Großmutter der Freundin, ich fand die ganz okay. Aber mich konnte die Gegenwart einfach nicht so packen, das muss ich ehrlich gestehen. Die gezeigten Vampire, ja, sie waren düster und brutal und sie birgen ein Geheimnis. Und das fand ich einfach großartig in Szene gesetzt. Also allein auch diese verschiedenen Vampirstämme und die Intrigen, die sich da gesponnen haben und wer mit wem und warum. Und warum gegen die und gegen die anderen nicht und ach, das hätte ich stundenlang lesen können. Alles in allem wirklich ein kleines Highlight vielleicht, es hat nicht ganz zum Großen gereicht, weil ich einfach den Gegenwartsteil, ich fand ihn wirklich manchmal ein bisschen anstrengend, dachte, ach Mensch, ist das der gleiche Autor? Also ja, ich hätte mir gewünscht, dass er den Gegenwartsteil ähnlich spannend, packend und düster macht und weniger zufällig als die Vergangenheit. Aber alles in allem wirklich Fantasy, wie ich sie liebe, Vampire, wie ich sie toll finde, die Verknüpfung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, richtig, richtig toll. Also da hat Heitz wirklich abgeliefert, hat mich wirklich begeistert. Und es gibt ja auch so eine Anspielung zu einer anderen Geschichte von Markus Heitz, die ich ja so auch ganz cool fand und gespannt bin, ob es hier in diesem Universum irgendwie weitergeht. Das ist jetzt erstmal ein Einzelband und es hat auch definitiv so ein Ende. Aber ja, bin gespannt, ob da nochmal was kommt. Und ja, bin sehr happy, dieses Buch auch wirklich recht schnell nach Erscheinen gelesen zu haben. Und ja, ich bin ja auch mit The Vampire Diaries gerade im Vampir-Feeling. Und da hat das tatsächlich auch einfach perfekt gepasst. Und der Vergangenheitsteil mit Barbara, Vlad und Sigismund, also da hätte ich durchaus noch Stunden weiterlesen können. Und ich habe danach natürlich auch ein bisschen historisch auf Wikipedia gestöbert und fand ich auch super spannend. Also das hat Heitz wirklich richtig, richtig toll gemacht. Und das letzte Buch ist dann ein Hörbuch und zwar Herr Winter taut auf von Stefan Kuhlmann. Das hat mir eine Freundin beim Abendessen empfohlen und sehr davon geschwärmt und dann habe ich es bei zwei, drei anderen Leuten auch noch auf Instagram gesehen und es wurde so ein bisschen verglichen mit Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg oder auch Ein Mann namens Ove und beide Bücher mochte ich ja ganz gerne und dachte, ja, das klingt auch definitiv nach einem Buch für dich. Und ja, gesprochen wird das Hörbuch von Hans-Jürgen Stockerl und ich finde, der hat unseren Herrn Winter auch wirklich sehr gut eine Stimme gegeben und hat auch wirklich gut zu diesem alten
ja, etwas knauzrigen alten Mann sozusagen ganz gut stimmlich gepasst. Ja, wir treffen eben auf Herr Winter, auf Robert, der ist ein grummeliger Pensionist, der auch seine Frau das Leben nicht immer einfach macht. Sophia weiß aber ganz gut, wie sie ihren unfreundlichen und auch ungeselligen Mann so ein bisschen nehmen muss, sind auch schon lang genug verheiratet und sie hat sich mit ihrer Avon-Beratung definitiv einen so Ersatzfreundeskreis aufgebaut, geht in dieser Arbeit auch richtig, richtig auf und hat da große Freude dran. Überraschend stirbt sie dann aber bei einem Autounfall und ja, für Robert bricht im Grunde erstmal so die Welt zusammen und er weiß auch gar nicht so richtig, ja, was er jetzt eigentlich mit diesen ganzen Produkten machen soll und ihn verlässt dann so ein bisschen der Lebensmut, bis es dann eben eines Tages, als er wirklich kurz davor ist, über Selbstmord sich noch mehr Gedanken zu machen, klingelt es an seiner Tür und eine Kundin möchte jetzt unbedingt ganz dringend, ich weiß gar nicht, ob es ein Lipgloss war oder eine Wimperntusche, und das möchte sie jetzt haben und sie möchte ihre Kosmetik und sie versteht gar nicht, warum Sophia nicht ans Telefon geht und das klärt Robert dann recht schnell auf, führt sie dann in den Keller, wo das Lager im Grunde ist und das soll sie sich dann einfach bedienen und es gibt aber ganz viele Kundinnen, die jetzt auf der Suche sind nach einer Kundenberatung, nach einer Avon-Beratung und ja, so übernimmt Robert jetzt im Grunde ja das Geschäft als Avon-Berater. Er möchte für seine Frau auch den Titel Avon-Beraterin des Jahres gewinnen und ja, macht das tatsächlich gar nicht so schlecht, aber es gibt natürlich auch nicht so nette Leute und die trifft er dann leider auch. Zudem gibt es auch so den einen oder anderen Konflikt mit seiner Tochter und auch seinem Enkel, die sich zwar so ein bisschen näher kommen, aber ja, es trotzdem auch einfach Probleme da so ein bisschen gibt. Ich fand, es war ein sehr unterhaltsamer Roman mit tiefgründigen Themen, die behandelt wurden und es gab auch wahnsinnig viele Schmunzlermomente, die ich einfach toll fand. Denn Robert ist natürlich schon so ein bisschen grimmelig und taut dann so ein bisschen auf und dann ja, mag man ihn auch irgendwie und er wächst einen ans Herz und das macht diese Geschichte definitiv zu etwas Besonderes. Der Schreibstil ist sehr locker, sehr leicht, er ist auch nicht sehr ausufernd, hat so manche Wiederholungen drin. Es ist schon eher sehr nüchtern betrachtet. Ich finde das auch ganz passend, denn so stelle ich mir eben Robert Winter auch einfach vor, sehr nüchtern und ja, einfach so faktenbasiert und das finde ich richtig gut. Also das ist in meine Erwartungen erfüllt. Es gibt sehr viel Herz und auch Humor. Ist natürlich auch an vielen Stellen so ein bisschen vorhersehbar, was ich ein bisschen schade fand, aber ich mochte auch gerade die überspitzte Darstellung. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen und es hat definitiv auch meinen Humor getroffen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich hatte wirklich viele Lacher oder so Schmunzlermomente. Da hat man definitiv so meinen Humorknopf auch anschalten können. Es sind natürlich auch einige ernste Themen, die angesprochen werden, sei es die Trauerbewältigung, auch die, zum Beispiel die Geschlechtsidentifikation des Enkel, auch die Familienprobleme mit der Tochter und ja, dann auch so ein bisschen das Konkurrenzdenken zu anderen Avon-Beratern. Das merkt man hier natürlich ein bisschen. Ich finde schon, dass sie ihren Platz haben, dass ihnen auch Zeit eingeräumt werden. Aber ob man so viele Themen auf einmal, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also man wollte einfach zu viele Themen auf einmal reinpacken, aber ja, ich finde, es ist tatsächlich eine ganz bunte Mischung geworden. Die Charaktere, besonders Robert Winter, sind wahnsinnig gut ausgearbeitet. Man lernt auch viele Menschen kennen, wo man eben einfach so die verschiedenen Verbindungen spürt und erzählt bekommt. Ich fand den speziellen Charakter von Robert, einfach von Robert Winter auch richtig, richtig gut gemacht. Der wächst einem so ans Herz und auch seine Entwicklung ist so herzerwärmend. Es macht einfach Spaß, ihm zu folgen, seine Leidenschaft zu spüren, die er gefühlt in seinem eigenen Job halt nicht hatte, die er jetzt auf einmal für Kosmetik bekommt. Und wenn er sich schlau macht, für was ist denn eine Wimperntusche und was macht man mit einem Lipgloss und warum macht man sich erst die Rötungen im Gesicht weg, um dann ja einen Rouge aufzutragen. Es ist richtig schön. Also es macht richtig Spaß und ist definitiv auch mal was für zwischendurch und trotz der ernsteren Themen, die nicht ganz so ernst sind, aber doch recht tiefgründig, finde ich, ist das wirklich hier die perfekte Mischung und es ist definitiv für Leute, die die vorhin genannten zwei Bücher gut fanden, ich glaube, da hat man auf jeden Fall auch mit dieser Geschichte seinen Spaß. Und das war dann definitiv auch ein wirklich perfekter Ausklang für den Monat, also zwei sehr gute Bücher, die mich aus dem Juli entlassen haben und aus dem August, entschuldigt, entlassen haben, ich erstmal so da stand, ja, was kommt jetzt als nächstes?
Aber das seht ihr dann natürlich im nächsten Büchermonat. Und ja, also ein sehr guter Monat, wenn wir mal das Abbruchbuch und das Vlogbuch ein bisschen wegrechnen, mit zwei Highlights und wirklich einer tollen Dilogie, die ich beendet habe. Schon wirklich ein schöner Büchermonat, der Spaß gemacht hat und Freude gemacht hat. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, ob ihr was gelesen oder gehört habt. Und mich würde auch sehr interessieren, was so euer Highlight des Monats war. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Lasst uns in den Austausch gehen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Büchermonat. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.